Da oben. Da oben liegt Munition. Okay, dann mal auf ins Gemetzel. Am besten versuchen wir, glaube ich, gleich mal da hinten auf den Turm zu kommen. Weil irgendwie bezweifle ich, dass die drei die einzigen sind. Ja, dann gehen wir mal zum Turm. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Hoffentlich kommen wir da. Ja, da kommen wir. Ich dachte schon, dass wir danach irgendwie über die Häuser rennen müssen oder so. Können wir den von hier unten schießen? Von hier unten schießen? Ja. Wir schießen natürlich glatt durch die Mauer. Wo haben die jetzt eigentlich Molotows her? Wäre meine sehr gesunde Frage. Schluck Blei. Brandgranaten, immer gut. Muss man sich da irgendwo verstecken können? Oder, verdammt, ich muss weg. Und mit der Kettensäge immer wieder ein freudiger Anblick. Fühle ich mich doch gleich viel sicherer, wenn hier ein Typ in einer Kettensäge rumrennt. Oh. Ich weiß gar nicht. Müssen wir die jetzt wirklich alle besiegen? Nee. Ich hoffe mal nicht. Ach, ich glaube, da müssen wir rein. Das erinnert mich sehr stark an Film. Da wurde man auch am Anfang von der. Man zu dem Zeitpunkt unbesiegbaren Horde verfolgt. Und musste dann das irgendwie die Tür verrammeln. Ja, die habe ich aber vorhin schon gesehen. Dann sehen wir uns hier erstmal alle. Können wir das? Ja, können wir schieben. Dann sehen wir uns mal hier in aller Ruhe um. Wir sind ja noch jung und haben Zeit. Naja, zumindest hoffe ich das. Also nicht, dass wir umgehen, sondern dass wir noch Zeit haben. Ah, eine Schrotgewehr. Keine Ahnung, egal. Schrotflinte. Ich sag jetzt einfach Schrotflinte dazu. Vielleicht ist das wahrscheinlich auch nicht. Da, nein. Doch, nein, doch, nein. Springen wir da mal eiskalt raus. Ich hoffe, ja, die stehen jetzt alle im Haus, dann können wir hier weg. Oder sollen wir kämpfen? Bitte, was, wir kämpfen einfach mal. Ja, wir kämpfen. Ich renne doch nicht weg. Nicht vor Zombies, kommt her. Dann zeige ich euch, was eine Hake ist. Bisschen näher. Zack. Na kommt, geht auf die Beine mit euch. Ich dachte schon, jetzt hat er mich. Scheiße. Eben schnell heilen.
So. Den packen wir uns jetzt mal. Komm her. Du bleibst jetzt liegen, Junge. Was haben wir da? Wow, nicht schlecht. Ja, schlecht. So. Was machen wir denn jetzt? Ein kleines Sightseeing? Oder? Auch nicht. Lassen wir jetzt mal einfach mal frisch und fröhlich. Keine Ahnung. Jetzt, komm her. Hey, du alter Sack. Headshot. Ich dachte schon, läuft der ganze Weg. Da. Verdammt. Ihr bleibt. Nein, ihr bleibt nicht liegen. Was haben wir denn da? Noch ein bisschen grünes Kraut. La campana es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sadler. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Ja. Dann gucken wir uns erstmal in aller Ruhe um, ne? Wir haben ja alle Zeit der Welt. An so einem sicheren Ort. Hier möchte man noch seine Kinder großziehen. Hier möchte man glücklich werden. Und seine eigene Immobilienfirma gründen. Bei diesen schönen Eigenheimen. Ich habe natürlich auch immer Brandgranaten zu Hause. Die gehören natürlich zu jedem anständigen Eigenheim dazu. Wie soll ich denn ohne Brandgranaten meine Nachbarn beeindrucken? Da oben liegt irgendwo ein Tonnenpanzer erstmal. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Spinnen. Schön. Sehr schön. Weiter. Gucken wir uns mal da hinten. Und da noch so liegt. Ah, rotes Kraut. Interessant. Okay, noch weiter. Waren wir schon? Oh, ich dachte, da steht wer. Puh. Okay, dann gehen wir mal den Weg da lang. Ich glaube, da müssen wir rein. So. Ach,
die Embleme, die kenne ich aus 5. Die müssen wir, glaube ich, abschießen. So. Kiste nehmen wir mal mit. Munition auch und wir speichern mal. Oh. Haben wir Besuch hier? Mensch, der alte Farmer Joe. Jetzt fällt dir eigentlich ein auf zu. Weichen. Das war aber mal glatt. Wir sollten uns vielleicht langsam mal heilen. Ach, rüberspringen. Wer ist denn das da?